Moin Leute, ich bin Sebari und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Ark. Ich spiele mal wieder Ark, nach langer, langer Zeit, denn ich hatte es mir zwischendurch echt überspielt sozusagen. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr drauf und jetzt hat mich die Lust wieder ein bisschen gepackt und jetzt bin ich im Singleplayer und dödel hier so ein bisschen rum und ich dachte mir, ich zeige einfach mal, was ich hier so mache. Und ja, ein bisschen was gebaut habe ich schon. Und ein paar Dinos gezähmt natürlich. Ein paar Mods sind auch am Start. Da habe ich mir gedacht, werde ich vielleicht einzelne Videos zu machen. So Mod-Vorstellungen sozusagen. Und da schauen wir einfach mal, was ich da so auf die Reihe kriege. Und ich würde sagen, in dieser Folge machen wir einfach mal eine ruhige Runde. Hier ein bisschen bauen noch. Das Haus ist ja noch lange nicht fertig. Ich habe hier erstmal so, ja, Glaswände gebaut. Was übrigens auch eine Mod ist. Aber wie gesagt, das werde ich dann irgendwann nochmal alles zeigen. Und ich habe mir gedacht, jetzt möchte ich gerne noch Holzwände oben drauf setzen. Nochmal so zwei rein. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie hoch die Forge hier ist. 6 hoch oder 5 hoch? Naja, werden wir auf jeden Fall sehen. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier ein paar Wände herstellen. Was brauche ich dafür? Aha. Sieht ganz gut aus. Holz brauchen wir noch auf jeden Fall. Habe ich hier noch irgendwo Holz rumliegen? Holz, Holz, Holz. 325 ist nicht gerade viel. Da müssen wir mal schnell was besorgen. Hab natürlich auch ein bisschen an den Einstellungen rumgeschraubt, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Ark, ey, wie lange das alles gedauert hat, irgendwas zu farmen und so. Das habe ich jetzt alles ein bisschen beschleunigt. Hier, Bams. 1200 Holz. Einmal kann ich noch mitnehmen, denke ich mal. Ohne, dass wir so zu sehr überladen sind. Jo. Sehr gut. Den Frosch muss ich unbedingt mal zeigen. Der ist geil mit der Rüstung. Oh. Ich drücke komplett die falschen Tasten und bin total raus hier. Hier, der sieht voll cool aus, finde ich. Mit den Hörnern. Voll lustig. Gut. Wir müssen auf jeden Fall bauen. Ich drücke hier nur die falschen Tasten die ganze Zeit. Echt geil. So, dann stellen wir mal ein paar Wände her. Holz rein. 79 Wände. Das wird ein bisschen viel sein, denke ich mal, ne? 79. Wir stellen mal... Ich nehme noch mal ein bisschen Holz raus. Die Hälfte. 39, das sieht besser aus. Dann lassen wir die mal schnell... sich selbst produzieren. Hier stellt sich gerade Glas her für die Glaswände. Ich weiß noch nicht, wie wir das genau bauen wollen oder wie ich das genau bauen möchte. Auf jeden Fall erstmal zwei Holz hoch nochmal. Und dann, hier muss es ja sehr hoch, dass die Forge drinne ist im Gebäude. Und ich denke mal hier vorne, mal lasse ich es aber flach, dass ich noch hier irgendwie zwei Holz hochbaue und dann das Dach direkt drauf. Oder hinten muss es halt höher sein. Schauen wir einfach mal. Ich warte mal schnell, bis das Holz hier fertig ist. So, noch einmal. Bams, fertig. 39. Dann setzen wir die mal oben drauf. Ich hoffe, das wird gut aussehen. Schauen wir mal. Dann müsst ihr gleich nochmal gucken, ob Metall noch in meiner Forge ist, dass das schmilzt. Ansonsten müssen wir gleich nochmal ein bisschen Metallerz besorgen. Denn Metall brauchen wir immer. Kann man auf jeden Fall nicht genug haben. So, schauen wir mal. 28 Wände haben wir noch. Zack, zack, zack. So, wir sind nicht mal einmal rumgekommen. Dann hätten wir wohl doch alles machen können, ne? Mal schauen, ich hau mal alles rein hier. Und dann stellen wir einfach mal alles her. Machen wir nochmal 40, ja, das wird dann auf jeden Fall auch zu wenig sein. Dann schaue ich mal schnell wegen Metall. Ah, sogar aus. Metall war leer, alles klar. Hier habe ich noch 1939. Dann gehen wir mal ein bisschen Metall holen am besten. Mit unserem T-Rex, den habe ich ein bisschen auf... Ui, und das Haus.
Den habe ich ein bisschen auf Wait geskillt hier. Welcher war das? Er, ne? Rexy! Ja, 1450 Wait. Das sieht ganz gut aus. Den will man mal schnell ein bisschen Metall holen. Einmal hier durch den Wald. Bloß nicht, ja, stecken bleiben, wollte ich gerade sagen. Das ist immer ein bisschen nervig. Oh. Hauptsache die Bäume fliegen alle um. So, jetzt geh doch da hoch über den kleinen Stein, meine Güte. So. Ich sehe nichts. Oh, ich laufe gerade ein bisschen falsch, aber ist egal. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Da, 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 da. Können wir noch ein bisschen leveln auf jeden Fall. Hier sind noch ein paar Katzen. Einmal Baum weg. Oh, zwei sogar. Machen wir mal schnell kalt. Na. Zack. So. Metall, Metall. Eigentlich wollte ich nach da vorne. Da ist immer ganz gut. Noch eine Katze. Zack. So, hier wollte ich hin. So, mal gucken, ob hier nichts Böses in der Nähe ist. Dann ist ein scheiß Terrorbird. Den machen wir nochmal schnell fertig. Die sind auch ganz schön nervig, die Viecher. Aber ich komme hier natürlich nicht hoch. Boah, doch jetzt. Komm her hier. So. Sieht gut aus soweit, auf jeden Fall. Einmal rückwärts einparken hier. So, und dann holen wir mal ein bisschen Metall. Freeze. Yeah. Geht sehr schnell. Und die letzte Fuhre. Zack. So. Sehr gut. So, das Metall können wir eigentlich auch gleich mit rausnehmen hier. Die Barren können wir erstmal hier reinhauen. Zack. Ah, Holz ist leer. Deswegen konnten wir nicht mehr herstellen. Also von dem anderen haben wir eigentlich genug. Zementingpaste wird dann irgendwann leer gehen. Aber Metall haben wir erstmal genug auf jeden Fall. Dann nehme ich mal die 40 raus hier. Und dann bauen wir mal die erste Reihe fertig schnell. So, das war die erste. Oh! Was war das für eine Scheiße? Habe ich doppelt gesetzt irgendwie? Ja, das ist natürlich schon ganz schön hoch. Da muss ich mir direkt vorstehen. So, und darüber würde ich, glaube ich, dann wieder eine Glasreihe machen. Sieht vielleicht cool aus, ich weiß es nicht genau. Muss ich dann nochmal schauen. Oder nochmal Holz und dann Glas. Aber das sollte eigentlich von der Höhe reichen. Vielleicht mache ich hier gar kein Glas. Vielleicht hier direkt das Dach rauf. Das reicht ja locker. Und da hinten halt ein bisschen höher. Da kann man ja dann nochmal irgendwie ein bisschen Glas mit einbauen. Dass es nicht so eintönig aussieht. Oh, ich habe mich nicht verzählt, Leute. Das ist natürlich großartig. Sehr gut, dann haben wir das erstmal auf die richtige Höhe. Hm, was habe ich jetzt gesagt? Hier wollte ich jetzt einmal Glas, ne? Einmal Glas. Oh, das sieht cool aus, finde ich, mit dem Glas hier unten so. Schönen Ausblick vor allen Dingen. Sehr, sehr cool. Da unten werden die Dodos gejagt. Da noch ein und da noch ein. Jo, das passt auf jeden Fall. Sehr cool. Dann kommt da oben nochmal Holz drauf. Also brauche ich nochmal 18 Holzwände. Yes, ist Gott. Holzwände.
Machen wir nochmal 18. So. Dann schauen wir mal. So. Hier werden wir aber jetzt nicht mehr drauf kommen, deswegen nehme ich mal unseren Vogel. Was hatte ich denn geskillt? Auf Movement Speed, glaube ich, ne? So. Machen wir mal. Muss ich vom Vogel ausbauen. So. Jetzt bin ich zu weit weg, ne? Nein! Oder ich lande mal auf den. Ob das geht, ob ich das schaffe. Nee. Egal. Ich versuch's aus der Luft. Du komm schon. Da. 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 Na. Ah, seh nichts. Nochmal neuen Anlauf. So. Zack, 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 zack. Da. So. Und dann hier noch die letzten vier. So. Und der letzte. Oh, jetzt komm schon, Alter. So, habe ich mich mit eingebaut. Sehr gut, haben wir das erstmal soweit fertig. Können wir da jetzt ein Dach drüber ziehen und dann ist das gut. Ich denke, das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Und so. Das waren erstmal die Teile. Genau, der Rest kommt dann einfach mit Holzceilings dann so rüber. Da geht's dann runter. So. Und bis darauf. Genau, dann brauche ich jetzt eigentlich bloß hier lang. So, und einen lassen wir frei, weil da kommt natürlich wieder Glas hin. Genau. Und dann diese Erhöhung hier kommt dann halt schräg runter bis auf das Dach. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Sonst probiere ich das lieber gleich mal aus. Dann machen wir das unten. Da brauche ich noch eine Glaswand. Und so ein Holzschrägteil auf jeden Fall. Und dann noch ein Glasschrägteil. Also schauen wir mal, ob wir das nochmal herstellen können. Aber ich brauche... Ne, ich habe hier noch Glas, ne? Ne, das ist Polymer. Aber hier sollte schon wieder ein bisschen was produziert worden sein. Jawohl. Hau ich das mal hier rüber. So. So. Dann Glas. Brauche ich noch einmal eine Wand. Und einmal schräg. So, und dann brauche ich noch hiervon nur einmal schräg. Kann ich nicht herstellen wegen Holz schon wieder alle. Meine Güte. Dauernd ist das Holz hier alle. La 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 la. Ey, das sieht ganz cool aus, oder? Nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Die Rampe machen wir dann auch noch anders auf jeden Fall. Aus diesem Holz hier. So. Und jetzt auf jeden Fall. Erstmal Holz hier rein. Und dann, was brauchte ich jetzt? Einmal schräg, ne? Zack. So, dann die Wand. Dann da schräg. Dann da schräg. Und da mache ich das aus Holz oder aus Glas? Das ist die Frage. Ich glaube, ich mache das aus Glas. Probieren wir einfach mal aus schnell. Glas, bräuchte ich denn ja das hier? Nehmen wir mal einmal. Oder eigentlich zweimal. Sehr cool. Packen wir auf die 5. So. Dann fliegen wir mal schnell hoch. Boah, ist fast überladen. So, jetzt darf ich bloß nicht runterfallen hier beim Abspringen.
So. Wow. Sehr gut. Also, ich habe mir jetzt gedacht, hier kommt nochmal Glas hin. Zack. Dann hier. Genau, das schräg. Und dann da unten. Wo habe ich's? Habe ich es noch gar nicht genommen? Ah, hier ist es. Mal auf die 7. Perfekt. Und hier nochmal Glas schräg. So, dann passt das. Ah, das ist ein bisschen... Nee, das ist scheiße. Hier unten haut das hin, aber da ist irgendwie eine Kante, ne? Boah, wo ziehe ich denn hin? Da, hier ist übelst die Kante drin. Aber warum? Aber ich glaube, das war schon immer so ein bisschen komisch. Das lassen wir einfach so. Und dann kommt hier einfach... Hoffe ich mal, dass es klappt irgendwie. Wow. Mann, du Kackvogel. So wollte ich es. Genau, perfekt. Und so. So sollte das dann runtergehen. Genau. Dann machen wir hier jetzt alles zu mit Ceilings. Hier bauen wir dann komplett schräg hoch. Dann kann man hier so schön reingucken. Und hier bauen wir auch alles zu mit Ceilings. Mit Holz dann. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Das ist der Plan auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für die erste Folge hier. Habt ihr erstmal einen kleinen Eindruck bekommen. Und da werde ich mal zusehen, dass ich irgendwie ein paar Videos mache und irgendwelche Mods vorstelle oder so. Das ist, denke ich mal, auch ganz interessant. Weil das kostet schon ein bisschen Zeit, das alles auszuprobieren und so. Das, denke ich mal, ist eine ganz coole Sache. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao.